Heute wollen wir mal die Abo-Dienste von Sony und Microsoft vergleichen, die euch ermöglichen, beliebte Spiele wie Call of Duty oder FIFA online zu spielen und euch zusätzlich monatlich mit Spielen versorgen. Fanboys lieben es, die Konsolen der Konkurrenz schlecht zu machen. Dazu empfehle ich unbedingt das verlinkte Video. Mal sehen, ob ich helfen kann, euch neue Argumente an die Hand zu geben, warum die Xbox oder PlayStation totaler Müll ist. Ich würde mir aber eher wünschen, dass ihr offen bleibt und auch in der Kommentarsektion auf Beleidigungen verzichtet. Die Server. Der Hauptgrund, PlayStation Plus oder Xbox Live Gold zu nutzen, ist für viele wohl der Online-Multiplayer, der über die Dienste freigeschaltet wird. Es ist kein Geheimnis, dass Microsoft die besseren Server hat. Sony hat kürzlich erst angekündigt, mit Microsoft zusammenzuarbeiten, um künftig ihre wesentlich bessere Infrastruktur zu nutzen. Wir dürfen also hoffen, dass es bei der PS5 schnellere Downloads, stabilere Server und ein verbessertes PlayStation Now Streaming geben wird. Free-to-Play. Das ist jetzt kein Feature der Dienste selber, aber dennoch erwähnenswert. Bei der Xbox braucht man für alle Multiplayer-Spiele Xbox Live Gold. Das gilt auch für Free-to-Play-Spiele. Auf der PlayStation sind viele Spiele wie auch Fortnite davon ausgenommen. Es gibt aber auch PS Plus-exklusive Free-to-Play-Games wie Warface, Gwent The Witcher Card Game oder Let It Die. Rabatte. Nutzer beider Dienste können damit rechnen, zusätzlich zu den normalen Shop-Rabatten bei einigen Angeboten noch ein Stück weniger zahlen zu müssen. Sony bietet dazu für PS Plus-Mitglieder neuerdings auch wechselnde Rabatte außerhalb von Spielen. Etwa ein spezielles Menü bei Burger King oder 15% Rabatt bei Fila. Backups. PS Plus-Mitglieder können ihre Speicherstände in die Cloud senden. Sollte die PlayStation mal abrauchen, geht hier nichts verloren. Xbox-Nutzer brauchen für dieses Feature hingegen kein Live Gold. Jeder, der bei Xbox Live registriert ist, kann seine Speicherstände kostenlos online sichern. Die Spiele. Es ist natürlich klar, dass jeder für seine rund 5 Euro im Monat mindestens 2 AAA-Spiele einfordert. Dementsprechend werden Ankündigungsvideos, in denen nur Indie-Spiele gezeigt werden, natürlich abgestraft. Schauen wir doch mal, was ihr in den letzten 12 Monaten eingesammelt oder auch verpasst habt. Sony brachte vor einem Jahr das von der PS3 bekannte Heavy Rain sowie Absolver. Es folgten das mäßige Mafia 3 und Dead by Daylight. Im September 2018 gab es AAA-Kost mit Destiny 2 und God of War 3 Remastered. 3 sehr gute Monate. Im Oktober gab es dann Friday the 13th, The Game und Laser League, was auf weniger Begeisterung traf. Viel besser fanden die Leute die Bulletstorm Full Clip Edition und Yakuza Kiwami im November. Es folgten Soma und Onrush im Dezember und im Januar Portal Knights zusammen mit Steep. 95% positive Bewertung erhielt das Ankündigungsvideo zu For Honor und Hitman The Complete First Season im Februar 2019. Auch sehr gut aufgenommen wurde einen Monat später Call of Duty Modern Warfare Remastered und The Witness. Der April bot The Surge und Conan Exiles. Magere 19% positive Bewertungen gab es dann für Overcooked und What Remains of Edith Finch. Im Juni hat Sony dafür wieder die Marken rausgehauen und mit der Borderlands Handsome Collection und Sonic Mania alles wieder gut gemacht. Im Schnitt brachten es die letzten 12 Ankündigungsvideos bei YouTube auf eine Zustimmung von 71%. Bei Microsoft gibt es normalerweise 2 Spiele für die Xbox One und 2 für die 360 oder Original Xbox. Die abwärtskompatiblen Spiele funktionieren übrigens auch noch, wenn euer Abo nicht mehr läuft. Über die Abos erworbene Xbox One-Spiele wie auch PS4-Spiele lassen sich nämlich nur starten, solange ihr über ein aktives Abo verfügt. To make you believe.
Diese Xbox One-Spiele hat Microsoft in den letzten 12 Monaten verteilt. Wenig Begeisterung gab es im Juli 2018 mit den Indie-Spielen Assault Android Cactus und Death Squared. Im August erreichte man jedoch 98% Daumen hoch mit Forza Horizon 2 und For Honor. Weiter ging es eher bescheiden mit Prison Architect und LifeLock. Xbox-Spieler erhielten bereits im Oktober 2018 Overcooked und dazu Victor Vran. Im November wurde man verwöhnt mit dem Hit Battlefield 1 zusammen mit Race the Sun. Der Dezember bot Cube 2 und Never Alone. Interessanter war der Januar 2019 mit dem Indie-Hit Celeste und WCR 6 via World Rally Championship. Im Februar gab es Bloodstained, Curse of the Moon und Super Bomberman R. Im März Adventure Time, Pirates of the Enchiridion und Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Der April brachte The Technomancer und Outcast Second Contact. Im Mai gab es den Tiefpunkt mit 15% Zustimmung für Nischenspiele wie Marooners und The Golf Club 2019 featuring PGA Tour. Etwas besser kam immerhin EAs aktuelles NHL 19 und Rivals of Aether im Juni 2019 an. Die 12 Videos zu den Spielen brachten es im Schnitt lediglich auf 59% positive Bewertungen. Man muss Microsoft allerdings zugutehalten, dass sie über die letzten 12 Monate auch einige hochkarätige ältere Spiele verteilt haben. Darunter Tom Clancy's Splinter Cell Conviction, Dead Space 3, Hitman Blood Money, Assassin's Creed, Dante's Inferno, Dragon Age 2, Far Cry 2, Jedi Knight Jedi Academy, Metal Gear Rising Revengeance, das Original Star Wars Battlefront 2 oder Portal Still Alive. Bei der Xbox und PlayStation müssen die Spiele übrigens aktiv dem Account hinzugefügt werden. Sie wandern nicht von alleine in eure Spielebibliothek. Die Kosten. Der Preis für das Monatsabo wird von Sony ab dem 1. August auf 9 Euro erhöht. Das 3-Monats-Abo kostet aber weiterhin 25 Euro und das Jahresabo 60 Euro, was wiederum 5 Euro im Monat ergibt. Bei Resellern wie Instant Gaming bekommt man 12 Monate für 49 Euro, was den Preis auf rund 4 Euro im Monat drücken kann. Im Rahmen von Sony's Days of Play bekommt man das Jahresabo aber auch für 42 Euro, was 3,50 Euro pro Monat ergibt. Bei Microsoft kostet ein Monat 7 Euro, 3 Monate 20 und ein Jahr, wie auch bei Sony, 60 Euro. Ein kräftiger Rabatt von 30% bringt den Preis bei Instant Gaming allerdings auch auf 42 Euro bzw. 3,50 Euro im Monat. Die gekauften Pakete kommen übrigens einfach obendrauf und verlängern euren Abo-Zeitraum entsprechend. Achtet nur darauf, dass ihr die automatische Abo-Verlängerung deaktiviert, wenn ihr sparen wollt. Der Combo-Deal. Xbox Live Gold ist neuerdings außerdem Teil von Microsofts Xbox Game Pass Ultimate. Dieser bietet über 100 Spiele zum Download und zwar für die Xbox und den PC. Darunter sind Spiele wie Metro Exodus und Wolfenstein 2 The New Colossus, Ark Survival Evolved, Forza Horizon 4 oder Sea of Thieves. Außerdem wird man alle künftigen Spiele der Xbox Game Studios wie The Outer Worlds, Gears 5 oder Halo Infinite ebenfalls über den Dienst herunterladen können. Der normale monatliche Preis ist 13 Euro, was Xbox Live Gold und die PC-Ergänzung für nur 3 Euro mehr bringt als das, was der normale Xbox Game Pass kostet. Aktuell könnt ihr allerdings 3 Monate Game Pass Ultimate für nur 17 Euro bekommen. Der Witz ist aber, dass eure bestehenden Live Gold Monate dabei automatisch zum Game Pass Ultimate abgegradet werden. Ein Schnäppchen für PC- und Xbox-Spieler. Vielleicht kommt Sony ja demnächst auch auf die Idee, ihren eigenen Spiele-Abo- und Streaming-Dienst PlayStation Now mit PlayStation Plus zu verbinden. Nutzt ihr PlayStation Plus oder Xbox Live Gold? Wie zufrieden seid ihr mit den Diensten? Schreibt es doch in die Kommentare. Wenn euch solche Videos gefallen, abonniert doch den Kanal, klickt die Glocke an und teilt das Video mit euren Freunden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!